So Leute, willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. Oh yeah, im letzten Part haben wir wieder ein zeitbasiertes Minispiel gemacht und wir sind in dieses Spinnenhaus hier marschiert, um zu gucken, ob wir doch mal, oh, sowas machen können, zum Beispiel, um ein paar Skulptula umzunieten. Ja, das hat elegant funktioniert. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, welchen Weg gehe ich denn jetzt erst. Also, es sieht schon so rein optisch aus wie so ein kleiner Extra-Tempel. Ist irgendwie schön, muss ich sagen. Schön, schön, schön. Und dich da oben habe ich auch. Hab dich hier nämlich genau gesehen. Komm her. So. Was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Bitte bediene dich an unserem frischen Quellwasser. Oh, wenn du das schon sagst, dann wird das garantiert gleich auch gebraucht. Das heißt, ich nehme mir auch hier mal zwei Quellwasser mit. Ich hoffe gerade übrigens wirklich ärgst, dass ich nicht die Wundererbsen hier brauche. Das wäre kind of nervig, weil da müsste ich hier nochmal rausmarschieren. So, sorry, ich musste gerade kurz hören, ob ich gerade das Skulptula vernommen habe, aber dem war nicht so. Doch, klar war da was. Da ist noch eine. Wollte man sagen, irgendwie habe ich gerade eben kurz so ein Rascheln gehört, dann hat sie kurz aufgehört. Weil sie noch wusste, dass ich zuhöre. Da. Dadadadam, erwischt. So, gucken wir noch eines. Moment. Yes, it is. Und da kriecht doch von oben nach unten. Hey, komm her. Komm her, du. Und noch einer. Hört sich jetzt auf dem ersten Lauscher nicht so an, aber mal gucken. Wow, 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 was war das? Du für einer. Ach, du bist schon ausgetrocknet, nicht wahr? Was war mit unserem Deko-Keller los? Er schläft, der faule Sack. Wollen wir das doch mal probieren? Guck mal. Plopp. Ich hab Wasser für dich. Bing, bing, bing. Das hat nicht funktioniert. Warte, wenn er schläft, heißt das jetzt. Hoch. Da muss ich aber gerade mal gucken, wie das Lied ging. Wenn er schläft, dann wecken wir ihn halt auf. So als zweite Alternative. Hi, Mann. Darf ich deine Blume haben? Ach, du gehst schon alleine. Wo auch immer. Was tut er? Achso, er haut nach da ab. Okay. Gut, gut, gut. Dann wollen wir erstmal die Skulptula holen hier irgendwo. Ist bestimmt ist hier eine. Wow. Direkt in sie reingerast. Stellt euch mal vor, ihr macht eine. Oh, das ist so ein ekliger Gedanke. So, wie kriege ich euch hier raus? Da ist nämlich garantiert auch noch eine drin. Mindestens eine. Ich schätze mal ganz stark, ich muss da reinfliegen mit dem Deku. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann machen wir das doch mal. Einmal bitte Verwandlung aktivieren. Und da können wir erstmal nach da oben. Und da ist auf jeden Fall auch schon mal einer. Sehr nice. Ich glaube, es ist richtig gut, dass ich erst jetzt hier hinkomme, weil ich glaube, ich hätte das vorher noch gar nicht machen können ohne den Enterhaken. Ich hoffe, mir fehlt nicht noch ein anderes Item dafür. Wobei, nee, Quatsch. Der wäre ja wär auch runtergekrabbelt jetzt. Den hätte ich auch so holen können. So ein Unsinn! Nochmal Käfer. Ja, habe ich schon drei. Habe ich zwar schon drei, aber you never know. Bevor ich jetzt wieder hier falsche Tasten drücke. Aber hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr. Hier ist doch was im Busch. Ach was. Abad, schau mal da oben. Okay, aber erstmal hier mit den. Ah, ich kann mir schon vorstellen, was ich da machen soll. Hm. Ich nur für Geld? Kann ich mir nicht vorstellen. Und da ist ein roter, oder? Yes. Vielleicht Bomben reinschmeißen, welche ich nicht besitze. Äußerst uncool. Na gut,
Dann machen wir, holen wir erstmal die Dinger da vor dem Himmel. Soweit ich weiß, bringt das einem hier auch nur wirklich was, also diese Häuser zu machen am ersten Tag. Meine ich jedenfalls gelasen zu haben. Auf jeden Fall ist hier noch was. Du? Nee. Doch garantiert in diesen Krügen drin. Und wie gesagt, dafür bräuchte ich mal irgendwie Bomben, um meinen Gedankengang weiter zu verfolgen. So, ich hole die anderen aber auch noch vom Himmel. Man kann die wissen. So. Ich mag diese Spinnenhäuser. Das sind ganz nette... Oh, sind sogar zwei. Ja, sage ich doch. Das sind so nette kleine Mini-Dungeons für zwischendurch quasi. Oh. Zwei Spinnen, eine Biene. Schlechter Schnitt für einen Bienenkorb. Ihr habt euch ganz schön verarschen lassen. Yeah. Two of a kind. Jetzt könnte ich einmal da hinten... Ich glaube, ich folge erstmal dem Deku. Long. Kaputt gemacht. Ah, okay. Wow, warum hat der Deko verschwunden? Er hat sich in eine Skulptur verwandelt. Wir müssen den Fluch brechen, indem wir sie umbringen. Aha. Die Nummer 12. So, aber wie zu erwarten, sind hier noch mehr. Und die sind garantiert hier in den Krügen. Ja, ich würde gerne was reinschmeißen, aber... Ich hab nichts. Bombenmäßiges. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da Käfer reinstupsen sollen. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir noch Bomben finden. Wir können natürlich auch noch da oben. Aber ich denke, ich gehe erstmal hier lang. Erstmal gehe ich hier lang. Oh. Gott. Die Spinnen hier überall. Die Spinnen doch. Im wahrsten Sinne. Das ist schon, wo sind wir jetzt schon wieder? Das ist ein anderer Raum hier, ne? Wie viele Skulptula muss ich denn eigentlich finden? Hi. Ich habe gerade hier einen links neben mir noch gesehen. Wo ist die denn hin? Also hier. Ach da, hi. Boing. Die denken sich auch noch wahrscheinlich so, warum gehen die eigentlich? Warum kommt der denn so ein kleiner Knirps rein und bringt unsere ganze Rasse um? Was haben wir denn getan? Ihr verflucht Leute, das ist echt nicht nett. Das macht man nicht. Oh, ich glaube, ich hätte hier echt ohne den Endhaken noch gar nichts machen können. Das ist interessant. Gut, dass ich tatsächlich erst so spät hier hingelatscht bin. Ja, ja. Ich hoffe nur jetzt langsam, weil wenn ich bedenke, den Endhaken, den haben wir ja noch gar nicht so lange. Den Fanghaken. Oder wo haben wir den bekommen? Den haben wir in der Gerudo-Festung bekommen. Doch, das ist nicht so lange her. Oh, Pfeile. Na gut. Na, oh Gott. Mein Handy klingelt. Das ist aber gerade sehr ungünstig. Moment. Wow. Wie jetzt einfach die letzten drei Zelda-Folgen nicht eine einzige ohne Schnitt waren. Das ist immer so nervig beim Bearbeiten. Aber gut. Zack, wo, was macht das? Ach so. Okay, ja gut, macht eine Leiter. Erzeugt Leiter, aber ich hätte jetzt ganz gerne mal Bomben. Kriege ich aber nicht. Das Spiel sagt, nope, du kriegst ja keine Bomben, Kollege. Ich will aber Bomben haben. 15 schon. Waren es 20 oder sogar, naja, wenn ich bedenke, wie wenig Gänge wir abgegangen sind, wohl eher 30, ne? Oh yeah. Ich bin dann langsam sowieso verwirrt, was die Gänge angeht, weil wir sind ja schon ziemlich viele abgegangen. Eieiei. Ist mir irgendwas zu sagen, Typ? Es verbleiben 68 Stunden. Noch genug auf jeden Fall. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir sehen auf jeden Fall noch andere, das höre ich. Aber... Ha. Da. Ich muss sagen, wir lassen uns nicht verarschen. Na, komm. Wirbelattacke? Danke. Einfach mal schön alles abwirbeln. Und irgendwo wird sicherlich eine Skulptur sein, so war. Dann machen wir überall. Bäume. Eieieiei. Was ist denn da los? Pass auf. Kann ich ja nicht gegenbolzen? Dann muss ich das wohl anders machen. Komme ich da irgendwie hoch?
Hm, so auf jeden Fall nicht. Dann mache ich erstmal die Dinger kaputt. Wow, das ist ja ein reinstes Skulptula-Paradies hier quasi. Aha. So, na komm schon. Komm schon. Komm schon. Boah, wie die titscht. Wie ein Flummi. Okay, ich wollte nur sagen hier. Okay, ja, das sind definitiv dann 30, vielleicht sogar 50. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist lange her. Ach, Bienen. Bienen? Waren da nicht gerade Bienen? Die sind weg. Irgendwie ist das. Das habe ich gar nicht gesehen eben. Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen hier. Ich wollte schon sagen. Was ist mit dir da oben? Ist da auch eine Skulptur da drin? Ich habe sie nicht erwischt. What happened? Nein, da ist nur Magie drin. Hm, wie kriege ich denn die da runter? Ich den Baum einfach abfackeln. Ich kann da generell gar nicht hoch. That's interesting. Kriege ich die vielleicht so ganz cheaterhaft erwischt, wenn ich hier so ziehe? Also zum Beispiel von hier aus da auf den. Ja, das funktioniert. Hm. Ist das so gedacht? Ich kann es mir schon fast nicht vorstellen, aber ich mache das jetzt einfach mal. Klappt ja. Naja, so ein bisschen, so manchmal. Na komm, dreh dich nochmal um. So. Ah, tatsächlich. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so machen soll. Aber wenn es klappt, wieso nicht? Dreh dich nochmal um. Zeig mir deine hübschen Spinnenbeinchen. Ne, von hier aus ist das doof. Das ist doof. So. Na, nicht ganz so weit. Von hier wünsche ich den überhaupt nicht. Vielleicht so. Sieht schon besser aus. Aber auch nicht. Hm. Hi, Typi. Och, Link. Ändert nicht mal die Ansicht. Können wir, müssen wir eigentlich treffen von hier. Ja, komm, dreh dich nochmal um. Dreh dich um, zeig mal deinen Spinnenhintern. Nee, ich prall an der Luft ab da. Komm, jetzt musst du mir deinen Hintern zeigen. Dreh dich zu mir. Oder ist das dein Gesicht? Das kann auch dein Gesicht sein, ich weiß es nicht. Ich erkenne die Anatomie von so einer Skulptur nicht allzu perfekt. Komm, der sieht doch... Es ist erstaunlich, dass ich gerade den nicht erwische. Das ist doch lame. Verdammt. Wie könnte ich denn da hochkommen sonst? Ich habe doch nichts dergleichen, den ich irgendwas machen kann. Ich kann ja nicht gegen den Baum rollen. Hat der gerade nicht geklappt. Da, geht nicht. Nee. Das will er nicht machen, der Jute Link. Pfeile vielleicht. Wow, durch den Baum. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Aber ganz im Ernst, soll man das so machen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, und jetzt haben wir ein Problem. Na komm. Ach komm schon, ich pralle an Luft ab hier die ganze Zeit. Komme ich doch nie im Leben dran. Ich muss da irgendwie hoch. Aber wie soll ich denn da hochkommen? Und warum ist hier Dingens vor allem? Warum ist hier Feuer? Das irritiert mich. Kann ich das Gras irgendwie verbrennen oder? Und darunter ist deine Dekoblume. Kann ich den Baum verbrennen? Hallo. Burn. Und warum sind hier Käfer? Muss ich die Käfer den Baum hochkrabbeln lassen? Ah, so much confusing. Versuchen wir das mal.
sind die Viecher riesig. Nope, das war nicht, was ich wollte. Das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss ich doch das Ding da jetzt holen können. Wo ist es denn jetzt? Da. Das ist an einer echt sehr beschissenen Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Oh Gott. Mhm. Oh, ich konnte gerade unter das Gras gucken. Das ist an der Stelle, wo ich... Guck, ich cheat jetzt hier mal und guck so halb durch das Gras. Gucken, ob da vielleicht irgendwas drunter ist. Deko-Blumen-mäßig. Sieht aber gerade nicht so aus. Dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam-di-dam. Hä? Wie soll ich da hoch? Irgendwie muss das doch gehen. Nee, das gefunden habe ich jetzt auch nicht. Kann ich auf keinen Fall gegenrollen. Krone, kannst du Krach machen ein bisschen? I have no idea. Ist der jetzt immer noch kaputt? Nee. Das jetzt mal probieren. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Baum boxen. Aha. Geht doch. Meine Güte. So. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Die anderen habe ich jetzt schon auf etwas umständliche Art und Weise genommen, aber who cares? Hauptsache, man kommt irgendwie ans Ziel. So, war da oben jetzt noch was? Rätselmäßiges. Irgendwas, was ich hier noch machen konnte. Die hatte ich kaputt gemacht, oder? Ich glaube schon. I think so. Okay. Ich sage jetzt einfach mal, ja, habe ich. Boom. Ah, und jetzt bin ich wieder hier am Eingang. Wie viele Skulpturen sind das wohl? Ich brauche Bomben immer noch. Oder kann ich die Dinger auch rausholen, indem ich gegenschlage? Probiere ich mal. Garone! Mach das jetzt einfach mal bei jedem. Das war der Falsche. Hm. Nope. Not really. Ich bin mir fast sicher, dass ich da Bomben für brauche, aber... Wenn ich hier einfach um Verrecken keine finde, bringt mir das im Endeffekt so ziemlich was... Vollkommen korrekt. Nichts. Aber so gar nichts. Komme ich da überhaupt hoch so? Müsste ich doch, oder? Weil man hört ja, dass ja noch Skulpturen sind. Nur kriegen wir sie nicht aus den Flaschen raus. Na, guck mal. Da hätten wir noch so ein Teil. Zum Glück habe ich mir noch ein paar Käfer eingesteckt. So, dann krabbelt mal da rein und holt die nächste Spinne aus der Wand. Plop. Wow. Igidigit. So ein Ekel-Szenario. Ich würde schon fast sagen, es sind 25. Kann das sein? Also Spinnen. So. Lop rum. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn es an den Bomben scheitert und wir einfach hier uns keine gegeben werden. Wobei, da unten können wir auch noch rein, fällt mir gerade auf. Na, sind vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung. So. Muss ich da überhaupt
Zwischenstopp nehmen. Vorsichtshalber mal ja. Man kann ja nie wissen. Do. Bom. Sind da vielleicht Bomben drin? Das wäre ausgezeichnet. Bomben! Nein. Nur unnütze magische Energie, die ich nicht benötige. Was das Wort unnütz schon irgendwie in sich hat. Oh Gott, das sind ja... Oh Gott, wie viele sind das? Ja, wirklich mindestens 30, weil hier sind ja allein schon wieder 5. Also bis 25, so. Ich erwisch dich! Ja, nicht wenn ich genau auf dich drauf springe. Das wäre dann vielleicht nicht so ganz die elegante Art und Weise. Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Wir verstecken uns hinter diesem Stein. So. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. Ciao.